Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir echt eine große Freude, nochmal auf einer Tagung Zugang gestalten zu sein. Und ich bin wirklich ganz dankbar für all die vielen Anregungen, die ich persönlich jetzt schon aus den tollen Vorträgen mitnehmen durfte. Ich habe ein Thema mitgebracht, von dem ich glaube, dass es in diesen Kontext Umgang mit schwierigem Erbe hineingehört. Und das ist ein Thema, das, obwohl es von unterschiedlichen Seiten Anstrengungen gegeben hat, bisher nicht systematisch angegangen wurde. Und das ist aber erforderlich, denke ich. Und vielleicht können wir gemeinsam überlegen, wie das geschehen kann. Bevor ich Ihnen darstelle, worum es geht, möchte ich noch eins vorweg schicken und das nicht nur, weil ich hier unter dem Titel Lüge und Wahrheit spreche. In einigen Flyern und Programmen bin ich habilitiert worden und das ist mir doch wichtig, das mal kurz richtig zu stellen. Aber nun zum Thema. In der Zeitschrift Literaturen hat Ruth Klüger 2003 von dem Fall Köppen-Littner berichtet. Jakob Littner war ein jüdischer Autor aus Budapest, der seit 1911 in München lebte. Nachdem sich die Situation für Jüdinnen und Juden nach den Novemberpogromen immer weiter zugespitzt hatte, war er in einer Odyssee 1939 nach Tarnopol in Galizien geflohen. Dort wurde er aufgegriffen und in ein Ghetto gebracht. Von dort gelang ihm die Flucht und er überlebte im Versteck. Littner ist 1945 nach München zurückgekehrt. Dort verfasste er, bevor er 2 Jahre später in die USA emigrierte, seinen autobiografischen Zeitzeugenbericht »Mein Weg durch die Nacht«. Erschienen ist sein Buch unter dem Titel »Aufzeichnungen aus einem Erdloch« unter seinem Namen 1948 im Verlag Herbert Kluger. Es blieb ohne allzu große Resonanz. Das änderte sich, als sich der Schriftsteller Wolfgang Köppen als Autor der Publikation Aufzeichnungen aus einem Erdloch zu erkennen gab. Wie kam es dazu? Wolfgang Köppen war 1948 als Lektor für den Kluger Verlag tätig und er betreute in dieser Funktion auch das Werk Jakob Littners. Seine Bearbeitung ging aber sehr weit über ein Lektorat hinaus. Vielmehr literarisierte er das Manuskript Littners, das ja ursprünglich ein Tatsachenbericht eines Überlebenden war. Köppens Name erschien in der Ausgabe von 1948 aber noch nicht. 1992, lange nach Littners Tod, ist 1950 gestorben, wurde das Buch im jüdischen Verlag bei Suhrkamp erneut herausgebracht. Die Textfassung war unverändert. Dieses Mal aber war Wolfgang Köppen als Autor angegeben und er hatte auch ein Vorwort beigesteuert. Jakob Littner war als Autor nicht mehr sichtbar. Nichts wies darauf hin, dass Köppen einen schriftlichen Zeitzeugenbericht literarisiert hatte. In seinem Vorwort sprach Köppen von Gesprächen mit Littner. Jakob Littner selbst wurde teils zur biografierten Person und teils zur fiktiven Figur, denn der Text war jetzt als Roman ausgewiesen. Und dieser Fall hat hohe Wellen geschlagen, als ein Teil des Littnerschen Originalmanuskriptes 1999 in der Zeitschrift Colloquia Germanica veröffentlicht wurde. Diese komplizierte Entstehungsgeschichte, die Positionen der Littner-Familie und Köppens, das alles können Sie in der 2002 im Metropolverlag erschienenen Ausgabe »Mein Weg durch die Nacht« nachlesen und auch darüber hinaus ist sehr viel zu diesem Fall erschienen. Für Ruth Klüger war der Fall klar. Zitat: Hier hat einer aus der Tätergesellschaft, mochte er auch noch so einfühlsam sein und noch so gut schreiben können, dem Opfer das Letzte genommen, was ihm geblieben war, nämlich das gelebte Leben und das Recht, seine Erinnerungen in seinen eigenen Worten zu gestalten, sodass eine letzte Enteignung und Erniedrigung über das Grab hinaus stattfand. Zitat Ende. Dieser Fall ist ein relativ komplizierter. Littner war unbestreitbar der Verfasser des Ursprungstextes, ihm war aber die Bearbeitung seines Manuskriptes durch Wolfgang Köppen bekannt und die erste Fassung erschien ja auch unter seinem Namen. Er konnte allerdings nicht damit rechnen, dass er später zu einer fiktiven Gestalt in einem Roman Köppens werden würde. Hier sind die beiden Titelblätter der Ausgaben zu sehen.
Und was mich interessiert hat, ist, wie sieht das im Katalog einer Bibliothek aus? In der Ausgabe von 1948 ist Littner als Verfasser ausgewiesen. In der Ausgabe von 1992 ist Köppen der alleinige Autor. Littner wird hier eben zur fiktiven Figur, das Werk als fiktionale Darstellung ausgewiesen. Es gibt einen übergeordneten Werkdatensatz, der klärt den Sachverhalt auf. Und im Personensatz, den sehen Sie rechts zu Jakob Littner, da findet sich der Hinweis: Littner lebte vor seiner Auswanderung in die USA in München. Das ist zwar richtig, spart aber sein Exil, die Zeit im Ghetto und das Leben im Versteck aus. Und es heißt dort, möglicherweise sei Littner der Verfasser eines Manuskriptes, das später literarisch von Wolfgang Köppen verarbeitet wurde. Irgendwie hat man ja ein mulmiges Gefühl, wenn man Wolfgang Köppen als alleinigen Autor dieser Publikation angibt. Und das ging ja offenbar auch den bearbeitenden Bibliothekarinnen so, die sich eben bemüht haben, im Werkdatensatz und Personennormdatensatz da irgendwie diese Sache zu beschreiben. Köppens Rolle und Motiv wird in der Literatur ganz unterschiedlich interpretiert und es würde hier viel zu weit führen, diesen Fall näher zu bestimmen. Ich habe dieses Beispiel als Einstieg gewählt, um sozusagen mal das Spektrum aufzumachen. Wir befinden uns hier jetzt mit diesem Fall in der Nachkriegszeit. Die Konstellation Littner als Urheber des Manuskripts, Köppen als Urheber der Literarisierung ist eine ganz besondere und die einen sehen darin eine unrechtmäßige Aneignung, andere kritisieren auf eher moralischer Ebene Köppens Vorwort und vor allen Dingen das auf höhere Verkaufszahlen durch einen bekannteren Autor zielende Verhalten des Verlags. Viel weniger Spielraum bei der Einordnung lassen die Fälle der arisierten Bücher während der NS-Diktatur, die gleichwohl, das muss man sich eben klar machen, alle auch eine Nachkriegsgeschichte und eine bis in unsere Gegenwart reichende Auswirkung haben. Das erste Beispiel hat der Medizinhistoriker Peter Vosswinkel, Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie, erforscht. Mit dieser Publikation befinden wir uns jetzt also in der medizinischen Fachliteratur. 1930 hatte der bekannte jüdische Arzt und Autor Josef Löbel das Knauers Gesundheitslexikon herausgegeben. Ich zitiere Peter Vosswinkel, der hat 650 Aufsätze und Artikel selbst bearbeitet. Das Lexikon war ein großer Erfolg und Löbel war sehr bekannt. In der Ausgabe von 1940 war sein Name aus der Publikation verschwunden. Keine Notiz wies mehr auf seinen Beitrag zu diesem erfolgreichen Lexikon hin, das noch jahrzehntelang weitergeführt werden sollte. Und auch nach 1945 erfolgte kein Hinweis mehr auf ihn, obwohl er ja der Begründer war. Und in anderen Lexika wird das durchaus anders gehandhabt. Die Begründer werden sozusagen immer mitgeführt. Das Lexikon war erfolgreich arisiert worden und das wirkte nach. Josef Löbel selbst konnte sich für sein Recht nicht mehr einsetzen. Er hat sich 1942 das Leben genommen. Als Herausgeber des Knauers Lexikon firmierte nun ein Autor namens Peter Hieron. Hier sehen Sie die beiden Titelblätter. Auch 1951 und 1960 wird Hieron benannt. Peter Hieron ist ein Pseudonym für Herbert Volkmann, der auch als arischer Herausgeber der Publikation Medizinische Terminologie eingesetzt worden war. Aus diesem Werk war zuvor der jüdische Arzt und Autor Walter Gutmann verdrängt worden, der 1941 gestorben war und vermutlich hat auch er sich das Leben genommen. Und auch diesen Fall hat Peter Vosswinkel erforscht und dazu publiziert. Im Bibliothekskatalog sieht das Lexikon so aus. Und dabei ist interessant, Peter Hieron ist sozusagen noch aufgestiegen in seiner Rolle, während Josef Löbel als Mitwirkender angegeben ist, wurde Hieron sogar zum Verfasser. Und hier sind die Einträge 1951 und 60, eben auch ohne Verweis auf Löbel. Über das nächste Beispiel hat Achim Bonte, Generaldirektor der Staatsbibliothek zu Berlin, preußischer Kulturbesitz, aufgeklärt. Es handelt sich um einen Fall aus der Buchgestaltung.
Georg Salter war ein in der Weimarer Republik renommierter Grafiker, der sich besonders durch die Gestaltung von Buchumschlägen einen Namen gemacht hatte. Und nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten war er in die USA geflohen. In NS-Deutschland wurden seine Leistungen unkenntlich gemacht. Seine Signatur wurde von Covern entfernt und auf der Titelseite wurde er nicht mehr erwähnt. Das zeigt Herr Bonte an unterschiedlichen Beispielen. Sie können auch das nachlesen. Hier sehen Sie die Angaben aus Alexander Leonid Holenia, die Standarte. Die Einbände sind identisch. 1934, Sie sehen das links unten, wird er noch erwähnt. 1942 ist der Name ersatzlos gestrichen. Das letzte Beispiel ist zugleich das bekannteste. Sie werden das sicher aus den Medien kennen oder weil Sie am 21.10. hier bei uns zu Gast waren, als Carina Urbach das Schicksal ihrer Großmutter und deren Kochbuch hier in einem Vortrag vorgestellt hat. Es handelt sich um das Kochbuch »So kocht man in Wien«, ein Koch- und Haushaltungsbuch der gut bürgerlichen Küche. Die Autorin des 1935 im Reinhardt Verlag in Wien erschienenen Kochbuchs ist Alice Urbach. Das Buch wurde ein Bestseller und die Autorin wurde bekannt. Nach der Annexion Österreichs 1938 musste sie als Jüdin ihr Land verlassen. Im Oktober gelang ihr die Ausreise nach Großbritannien. Einen Monat vorher hatte der verantwortliche Verlag versucht, ihr die Rechte an ihrem Werk abzukaufen. Ein Verfahren, das wir aus unterschiedlichen Zusammenhängen kennen, auch Immobilien- und Kunstverkäufe, Firmenübernahmen fanden so statt. Alice Urbach stimmte in ihrer angespannten Situation kurz vor der Emigration und einem ungewissen Neubeginn zu. Nach 1945 hatte dieser Vertrag allerdings keine Gültigkeit mehr, weil er die Vorgehensweise in einem Unrechtsregime abbildet. Damals aber hatte sie das Recht an ihrem Werk abgetreten. Der Verlag arisierte das Buch der jüdischen Köchin und setzte Rudolf Rösch als Verfasser ein. Wer dieser Rösch war, das konnte bisher nicht herausgefunden werden. Carina Urbach hat dazu sehr viele Recherchen angestellt, aber bisher ohne Ergebnis. Jedenfalls war das Kochbuch von seiner jüdischen Verfasserin gereinigt worden. Anders als Löbel, Littner und Gutmann hatte die ursprüngliche Verfasserin des Kochbuchs, Alice Urbach, die NS-Diktatur im Exil überlebt. Sie war von Großbritannien später in die USA gegangen und 1949 kehrte sie besuchsweise nach Wien zurück. Und dort fand sie in einer Buchhandlung ihr Kochbuch, allerdings ohne ihren Namen, sondern angeblich verfasst von Rudolf Rösch. Frau Urbach nahm Kontakt zum Verlag auf und verlangte das Recht an ihrem Buch zurück. Zu ihren Lebzeiten lenkte der Verlag jedoch nicht ein. Erst als Carina Urbachs Publikation das Buch Alice im Jahr 2020 erschien, reagierte der Verlag. Mittlerweile ist in sehr kleiner Auflage, die auch nicht käuflich zu erwerben ist, ein Nachdruck vom Verlag herausgebracht worden. Hier sehen Sie das Kochbuch mit Angabe der Autorin Alice Urbach und hier die arisierte Fassung mit Rudolf Rösch als Verfasser und diese identische Aufmachung des Buches ist schon besonders dreist. 2020 also brachte Carina Urbach das Buch Alice heraus und das hat ja eine große mediale Präsenz erreicht. Sie werden das sicher alle auch verfolgt haben. Über verschiedene Kanäle erreichte dieser Fall dann auch die Bibliotheken. Und als Reaktion darauf veränderten Bibliotheken aufgrund der nun vorliegenden Informationen die Verzeichnung des Kochbuchs. Wir haben hier in der Deutschen Nationalbibliothek eine Fußnote ergänzt. Da steht, wahre Urheberin des Kochbuchs war die jüdische Autorin Alice Urbach, deren Urheberschaft an dem Werk vom Verlag ab 1938 nicht mehr korrekt ausgewiesen wurde. Allerdings, wenn Sie genau hinschauen, in der Verfasserkategorie steht weiterhin Rudolf Rösch. Und bei einer Suche im Katalog wirkt sich das so aus.
sucht man im Katalog nach der Verfasserin Alice Urbach und dem Titel »So kocht man in Wien«, werden die unter der Verfasserschaft von Rudolf Rösch herausgebrachten Ausgaben nicht angezeigt. Sie sind Alice Urbach als Autorin nicht zugeordnet. Sie müssten es aber sein, wenn wir uns darauf verständigen, dass wir es hier mit einer geraubten Autorschaft zu tun haben. Dann müsste Alice Urbach die Autorin aller Ausgaben sein. Sucht man nur nach dem Titel »So kocht man in Wien« ohne Verfasser, erhält man diese Trefferliste. Da können Sie sehen, dass bis 1966 das Buch unter der Verfasserschaft von Rösch geführt wird. Auch die österreichische Nationalbibliothek hat eine Fußnote eingeführt. Dort habe ich natürlich geschaut, weil Alice Urbach ja ursprünglich aus Wien kam. In dieser Fußnote heißt es: Wahre Urheberin des Kochbuchs war die jüdische Autorin Alice Urbach, deren Urheberschaft an dem Werk vom Verlag ab 1938 nicht mehr korrekt ausgewiesen wurde. Das Buch erschien fortan in einer vom Verlag eigenmächtig bearbeiteten Fassung unter dem falschen Autorennamen Rudolf Rösch. Eigenmächtig bearbeitete Fassung und falscher Autorenname Rudolf Rösch, das ist schon eine etwas deutlichere Aussage. Ich deute es so, dass hier bereits zugrunde gelegt wurde, dass der Erwerb der Rechte von der Autorin Alice Urbach durch den Verlag während der NS-Diktatur auf jeden Fall unrechtmäßig gewesen ist. Außerdem ist Alice Urbach hier als Verfasserin angegeben. Sie hat also sozusagen die ihr zustehende Rolle zurückerhalten. Sucht man im Portal der österreichischen Nationalbibliothek nach der Verfasserin Alice Urbach und dem Titel »So kocht man in Wien«, erhält man auch die 1939 unter dem Namen Rösch herausgebrachte Publikation als Treffer. Rudolf Rösch erscheint hier allerdings als Bearbeiter und auch das entspricht ja nicht den Tatsachen. Ich würde sagen, es ist auch eher ein Euphemismus in dem Zusammenhang. Im World Cut sieht die Titelaufnahme so aus. Sucht man nach dem Verfasser Rösch und dem Titel »So kocht man in Wien«, erhält man 5 Treffer. 4-mal ist Rösch der Verfasser. Alice Urbach wird nicht erwähnt in diesen Anzeigen und 1-mal ist Alice Urbach die Verfasserin. Diesen Einzeltreffer, den habe ich mir mal genauer angesehen. Katalogisiert wurde die Ausgabe von 1952 und der Katalogeintrag wurde eindeutig aufgrund der Recherchen von Carina Urbach geändert. Alice Urbach hat auch hier die Verfasserrolle zurückerhalten. Die Verfasserangabe, so wie sie im Buch natürlich auf dem Titelblatt zu finden ist, wird hier ausgewiesen. Sie sehen das unten, aber Rösch kehrt nicht in die Verfasserkategorie zurück und erhält auch keinen Bearbeiterstatus. Sucht man im World Cut nur nach dem Titel »So kocht man in Wien«, erhält man diese Trefferliste. 4-mal ist Rösch als Autor eingewiesen, 1-mal Urbach. Und sucht man nach dem Titel und der Verfasserin Urbach, erhält man jetzt nur noch einen Treffer. Und hier handelt es sich um den Nachdruck aus dem Jahr 2020. So, ich glaube, diese Beispiele genügen, um Verwirrung zu stiften und um deutlich zu machen, dass wir hier unbedingt eine abgestimmte Vorgehensweise finden sollten. Die Fälle, von denen ich berichtet habe, die lassen sich um viele weitere ergänzen. Nicht nur die Fälle Löbel, Gutmann, Salter, Urbach sind erforscht, sondern auch ähnliche, zumindest daran anschließende Fälle. Diese Geschichte von Otto Liebmanns zum Beispiel als eigentlicher Ideen- und Konzeptentwickler des Kurzkommentars zum BGB, des sogenannten Parland, ist beschrieben. Oder die Geschichte der deutschen Stilkunst, die nicht auf Ludwig Reiners, sondern auf dem Werk des jüdischen Autors Eduard Engel beruht, ist erforscht. Sie haben vielleicht alle in der Zeit den Artikel von Carina Urbach zum Diebstahl geistigen Eigentums letztes Jahr gelesen und sicher gibt es weitere Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der arisierten Bücher und der geraubten Autorschaft. Aber das sind alles Einzelbefunde, für die Bibliotheken, Verlage, Bibliografien Einzellösungen finden, wie mit diesem festgestellten Unrecht umzugehen ist. Ich habe Ihnen ja Beispiele gezeigt. Peter Vosswinkel beschreibt in seinem Beitrag zu Walter Gutmann wirklich eindringlich, wie dieses Unrecht in Bibliografien und auch in Bibliothekskatalogen weitergetragen und auch zusätzlich zementiert wird. Was also tun? Das ist leider keine rhetorische Frage an dieser Stelle. Ich habe wirklich keine konkrete Antwort darauf.
Aber ich bin überzeugt, dass wir uns diesem Themenfeld arisierte Bücher aktiv und ganz systematisch zuwenden müssen. Das ist bisher einfach nicht geschehen. Die Berücksichtigung der jetzt bekannten Einzelfälle kann ja nur ein Anfang sein und selbst dieser ist uneinheitlich oder gar nicht umgesetzt in unseren Katalogen. Sie haben es gesehen. Was braucht es also, damit wir hier vorankommen? Ich weiß gar nicht, ob ich die Richtige bin, das zu beantworten. Ich interessiere mich für das Thema, weil ich hier in der DNB für das Exilarchiv zuständig bin und wir es mit Nachlässen, Dokumenten der Persönlichkeiten zu tun haben, die zur Emigration, zum Exil, zur Flucht, zur Auswanderung getrieben wurden und die häufig Opfer von Arisierungen und unrechtmäßigen Aneignungen in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen und Ausprägungen waren. Nach meiner Vorstellung müssten wir, ähnlich wie bei der Provenienzforschung vielleicht, Stellen für HistorikerInnen einrichten, die ganz systematisch dieses Thema beforschen und die Ergebnisse in die Bibliotheken, Museen und Archive tragen, damit wir dann in der Lage sind, unsere Daten zu korrigieren und, wo es notwendig ist, ganz bewusst natürlich von dem abzuweichen, was bibliothekarische Regelwerke vorschreiben oder vorgeschrieben haben. Denn in diesen Fällen muss es uns natürlich völlig egal sein, was auf dem Titelblatt steht, beziehungsweise wir müssen diese Titelblätter als Ergebnisse der Arisierungen enttarnen. Und dazu ist natürlich auch die Mitarbeit von Verlagen notwendig, weil sie ihre Archive öffnen müssen. Ein erster Schritt, man möge mich korrigieren, wenn es nicht funktioniert, könnte ein automatisierter Abgleich von Metadaten sein. Wenn wir beispielsweise die Metadaten der zwischen 1920 und 1933 im deutschsprachigen Raum erschienenen Publikationen mit den Angaben der zwischen 1933 und 1945 erschienenen Publikationen vergleichen würden, könnten wir sehen, wo bei Titelgleichheit oder Titelähnlichkeit ein Verfasser- oder Herausgeberwechsel stattgefunden hat. Denn häufig haben die Verlage die Titel der Publikationen ja nicht oder ganz geringfügig nur geändert, denn arisiert wurden vor allem Titel, von denen man sich weiterhin wirtschaftlichen Erfolg versprach. Und Bestseller verlegt man natürlich weiter unter dem bekannten Titel. Es störten ja nur die jüdischen Autorinnen. Dort, wo bei Titelgleichheit oder Ähnlichkeit ein Verfasserwechsel stattgefunden hat, da lohnt es sich dann vielleicht genauer hinzugehen und einzusteigen. Das könnte ein erster Anfang sein, aber vielleicht haben Sie auch andere oder bessere Ideen. Wir können außerdem noch darüber sprechen, wie wir diese geschilderten Sachverhalte eigentlich korrekt benennen. In der Literatur ist ja oft von geraubter Autorschaft die Rede und auch ich habe den Titel meines Vortrags so genannt und habe in der Pause noch schnell in Anführungszeichen gesetzt. Wir wissen, was gemeint ist, aber aus juristischer Sicht ist Raub eben etwas anderes. Vielen Dank, Paul Klimpel, für den Hinweis auf die Begriffsdiskussion um die Raubkopien. Das stimmt natürlich. Wir sollten eben nicht Gefahr laufen, dass wir hinterher in Begriffsdiskussionen landen, sondern wirklich inhaltlich an den Sachen arbeiten. Und um das zu erreichen, brauchen wir alle auch einfach ein begriffliches Verständnis dafür. Unabhängig davon, wie wir das benennen, sollte das Ziel sein, von diesem Eindruck zu diesem zu kommen. Und damit vielen Dank.